Die Busy Status Bar, das ist geniales Ding. PC-System, Das ist Built-in. im Endeffekt ist es Schaut aus wie ein Foltergerät. ja, es ist Zeiterfassung versus Productivity versus Informationen für Kollegen und so weiter und so fort. Das ist also ein kleines Gerät mit einem geilen, echt weirden Display, wenn du ein bisschen weiter oben scrollst, also so ein Matrix-Display. Also es ist ein AMOLED, aber es oder ein LED, aber es schaut halt aus wie so Oldschool-Pixel-Display. Das kann man sich auf seinen Tisch stellen, das kann man sich auf den Monitor dran heften und es hat ein Drehrad, einen Start- und Knopf und mehrere Funktionen. Das ist von Pomodoro. Also Pomodoro ist so ein Zeitmanagement. Wie sagt man da? Zeitmanagement-Prinzip, Prinzip. ja, genau, ja. Technik wollte ich sagen, ja, Prinzip. Also, das ist so, dass es jemand, du stellst das glaube ich auf 5 bis 15 Minuten ein oder irgend sowas, oder? Genau. Und dann Und drückst du dann, auf also. Start und dann erstens kannst du das auf, wird es da in die App gesynkt oder in den Cloud-Service. Das heißt für die Zeiterfassung. Das kann gleichzeitig auch noch ausgeben am Display. Ah, der ist gerade an Call. Bitte nicht stören. Und das ist quasi die Hardware-Variante zu einer komplexen App. Was ich zumindest vom optischen her gefällt mir extrem gut, weil es sehr simpel ist. Simpel gedacht ist und ich wüsste nicht, ob ich mich mit dem Pomodoro-Prinzip generell anfreunden kann. Also ich finde das, also mit dem kannst du mich jagen. Also ich könnte so nicht arbeiten. Also da drei durch. Ich weiß es nicht. Also da drei, also da würde ich durch dran. Also wirklich, das ist überhaupt nichts für mich. Ich glaube auch nicht, dass du zwingend Zielgruppe bist. Ich glaube, das richtet sich an sowas wie ich es vielleicht mache mit Projektmanagement oder Ja, aber das. unsere Entwickler, die oft zwischen unterschiedlichsten Kunden Anpassungen, Das ist, man, Kundentickets das hin ist und schon her switchen. klar, aber dass sie da jetzt mal 15 Minuten lang arbeitet und dann quasi Pause macht, das kann nicht mal am Weg. Ich glaube, da geht's eher darum, dass du das dir so definierst, wie du es am besten brauchst Okay, das und ist du dir die wurscht dann. 25 Minuten nachher zum Fokussieren auf genau diese Arbeit nimmst, weil es ist ja genau das. Viele Punkte, auch gerade bei mir, die sind in einer Viertelstunde oder 30 Minuten erledigt. Wenn du fokussiert drauf arbeitest, das heißt, wenn nicht zwischendrin eine Nachricht bei Teams einer kommt, eine Mail, Slack oder was auch immer, oder die irgendein Kollege anspricht, weil er jetzt noch eine Rückfrage hat und so weiter und so fort. Das heißt, von dem her, dass du effektiver arbeitest, ist das sicher nicht der blödeste Ansatz, weil du zwingst die dadurch selber mit dem Prinzip, dass du die auf das fokussierst, in dem Zeitraum. Punkt. Und du lässt dich von nichts anderem stören. Puh. Inwieweit das ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bei uns schwierig, kann ich mir es fast nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, für den das funktionieren könnte. Also, es wird jeden gut tun bei uns, aber ich glaube nicht, dass wir es alle so stringent in unserer Arbeitsweise wären, dass wir das auch einhalten, wenn der wirklich sagt, er ist jetzt gerade an sein Pomodoro-Dings und macht, fixst du gerade was, er will nicht gestört werden, dass der
dass da das Gegenüber, was einer kommt, nicht sagt, ah, jetzt unterbrich einmal den Scheiß. Das Das ist ist ja das genau das Nächste. Problem, wenn wir das alle machen oder Ich glaube, akzeptieren. wenn kannst du das wahrscheinlich im Homeoffice am ehesten noch machen. Und dann musst du halt wahrscheinlich auch alles andere wirklich komplett zumachen. Genau, ja. Und dann denke ich mir, okay, für was brauche ich dann das Ding da wieder? Damit du einen Anhaltspunkt hast für die Zeit. Ja, da kann ich mir ja so einen Timer ansetzen. Ja, sicher. Also, Genau. Ja, das ist da irgendwie. kannst du einen Shortcut bauen Ja, für es ist Mac oder irgendwie irgend so eine sowas. Erfindung, wo ich mir denke, ja, allein, ich meine, wenn ich mir das jetzt für meinen Arbeitsplatz von meinem eigenen Geld kaufe, dann läuft ja schon was falsch. Na, wieso? Das sehe ich jetzt nicht so. Also, ich werde mir nicht für die Arbeit ein Tool kaufen, damit ich meine Arbeit machen kann. Besser machen kannst, keine Ahnung. Ja, das ist ja Wenn du dir was. selber denkst, du willst nach dem Prinzip arbeiten und Ja, eh, aber warum denke ich mal. wir wissen ja wohl, wie Entwickler sind, die sind ja alle sehr einfallsreich, wenn es um Lösungen geht, wie sie effizienter arbeiten können. Das schon, leid, du kriegst ja deshalb nicht mehr gezahlt. Das kommt drauf an. Ja, ich meine, wenn das die Logik in der Firma ist, dass du zumindest sagst, okay, du hast einen Bonus daraus, okay, aber wenn ich jetzt gleich sage, so wie es halt bei den meisten Firmen ist, ja, du bist besser in was oder schneller, dann heißt es halt, ja, da hast du das Nächste. Ja. Wenn sich das auf der Arbeitsleistung niederschlägt und du dadurch fokussierter arbeiten kannst und besser und schneller deine Sachen abarbeiten kannst, also wenn es jetzt keine Firma ist mit einem komplett versorgerhaften Management, fällt es ja wohl auf, dass jemand besser Gut, wird. das Problem ist, da bist du jetzt natürlich in einer Thematik drinnen, dass das sehr, sehr viele Firmen auch komplett egal ist oder nicht auffallen wird. Oder nicht auffallen will. Du hast das Prinzip verstanden. Ja. Das heißt, was ist mein, also das ist, fange da schon an, was ist mein Anreiz, in einer Festanstellung produktiver zu sein? Mehr Freizeit zu haben, weil du früher heimgehen kannst. Ja, das ist ja bei den meisten, das kannst du ja auch nicht. Sicher. Zumindest wenn du ein vorgegebenes Stundenpensum hast, das du pro Woche abarbeiten musst und du das frühzeitig erreichst, dann kannst du heimgehen. Wenn du effizienter bist, ja. Ja, nur bei den meisten Firmen, weißt du, die schauen einfach stupide auf den Zettel drauf, wie viel Stunden warst du da? Wenn du nicht 7 Stunden am Tag da bist oder 7 Stunden am Tag arbeitest oder die Woche, sagen wir, 38,5 Stunden da rauskommt, ist denen ja wurscht, wenn du sagst, ja, ich habe da vielleicht 35 Stunden gebraucht, dann sagen die ja 3,5 Minusstunden, danke, ciao. So, ja, das ist ja leider die Realität. Ja, da gebe ich das schon recht, ja. Also, ich sehe gerade, ich meine, okay, das ist jetzt wahrscheinlich sehr demotivierend, aber ich sehe eigentlich als Angestellte oder Angestellter oder Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, was ist der Vorteil, eigentlich wirklich mehr zu tun, als du machen musst? Es bringt da ja nichts. Ja, aber aus Arbeitgebersicht macht das Gerät überhaupt keinen Sinn, weil Nein, also, wenn meine Angestellten ein Gerät brauchen, um fokussiert zu arbeiten, dann habe ich die falschen Angestellten. nein, da fängt es ja an, das ist ja schon Ja. einmal das Nächste. Aber gut, da sind wir ja beim klassischen Thema, dass sehr, sehr viele Unternehmen nicht gerade arbeitnehmerfreundlich sind. Ja, das wissen wir Und sie sich dann fragen, warum da keiner mehr arbeiten will. ja. Die Antwort ist meistens simpel. Man muss leider die richtige Frage stellen und ehrlich zu sich sein. Ja. Und deshalb meine ich das, also. Das wäre ja das Gleiche, ich meine, das wäre ungefähr so, wenn der in der Firma jetzt sagen muss, ja, ich muss mir meine eigene Tastatur kaufen. Ja, sicher. Also da sage ich ja dann auch, ja, okay, irgendwo, weiß ich nicht, ist das Thema jetzt, gehen wir da in die falsche Richtung. Ja. Stimmt schon. Ah, ja. Also da tue ich mir ein bisschen schwer mit so einem Teil. Also wenn du da, okay, ich verstehe es jetzt, wenn du daheim sagst, ich bin Programmierer Ja.
Aber selbstständig, keine Ahnung, whatever, selbstständig, du arbeitest, deine Projekte oder so. was weiß ich, Freiberufler. dein Mitbewohner oder was weiß ich, oder dein Lebensgefährte, Gefährtin oder sonst irgendwas, das sagst du, okay, ihr habt ein Arbeitszimmer und dass das hinten drauf tust, dass jeder weiß, okay, was ist jetzt? Ja, genau, ja. Ja, sicher. So, und dann heißt es, Essen ist fertig. Dann sagst du, nein, ich bin im Pomodoro-Mode. Ja. Vielleicht ist das was für Freelancer, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich finde reines Prinzip gut, ich kann es nicht umsetzen. Zweitens, ich find das Gerät einfach vom Prinzip her und vom Style her echt cool gemacht und cool gelöst. Ich würde es mir aber auch nicht kaufen, niemals. $189, ja halt die Pappen. Finde ich nicht einmal schlimm. Also es ist schon mehr Geld für größeren Schrott verlangt worden. Ja, das schon, leid, das ist ja quasi, boah, hey, also bei sowas bin ich immer, also, deswegen das schon her, so Produktivität steigern etc., meistens fuckt mich das schon richtig ab. Ja. Weil ich sag dir ehrlich, die beste Art des Time-Trackings ist, du musst keine machen. Das spart am meisten Zeit, das ist das Effizienteste, was es gibt. Okay. Ja, es wert darüber nachzudenken, fast schon philosophisch. Okay, gut.